Ja, hallo Freunde der Nacht, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Also hier scheint, wie man sieht, die Sonne. Ja, wir werden gleich nochmal über Künam sprechen, weil es, glaube ich, für unsere Belange hier höchst interessant ist und ihr mögt das ja irgendwie auch, ein bisschen Neujahrs-Trash-Promi-Kram. Go on. Promi, weiß ich jetzt nicht, Promi nicht, aber interessant auf jeden Fall. Letzter Tag, wo es meine Kurse noch zum alten Preis gibt. Übrigens, Selbstliebe-Challenge geht heute los, Drama-Kurs geht heute los und der Manifestationskurs. Vielleicht ein guter Start ins neue Jahr. Und ich schäme mich auch nicht, dass ich mit meinen Sachen Geld verdienen will, weil da kommen wir gleich noch zu, weil der Kühnam hat nämlich einen riesen Spendenaufruf gestartet auf Instagram und genau, hören wir einfach mal kurz rein, würde ich sagen. Ja, also leg ich jetzt hier los mit dramatischer Musik. Wir hatten übrigens, ich hatte auch irgendwie Lust, einfach mal mit dem zu quatschen, über seine Sicht der Dinge. Wir haben ihn mal angeschrieben, und er hat so geschrieben, ja, wird er machen, hat sich danach aber nie wieder gemeldet, leider. Also ich habe ihm schon auch Gelegenheit gegeben, dass wir mal zusammen quatschen. Auch muss auch noch mal sagen, ich wünsche ihm wirklich nur das Beste, aber da sind halt viele Sachen drin, die für uns, also für so Wirbelwind-Beziehungen und so halt höchst interessant sind. Was man jetzt erstmal hört ist, also ähnlich wie Julian hat er ja schon mal ein anderes Leben gehabt, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, keine Ahnung. Ich habe das vermute mal, als Julian deutlich erfolgreicher war und er hat jetzt so wieder diese, was für viel im spirituellen Bereich sind, diese Heldenstory. Ne? Früher war ich so und so, jetzt bin ich so und so. Früher war ich so im Ego, jetzt bin ich nicht mehr im Ego. Also ich glaube sowas mittlerweile, gut, ich bin auch doppelt so alt wie er, gar nicht mehr, weil ich das einfach zu oft gesehen habe. Ich habe immer gedacht, ich wusste, warum ich geboren wurde, als ich mit 19, 20 Unternehmer wurde, eine Agentur aufgebaut habe und die Größe aufbauen wollte. Da dachte ich, deswegen bin ich hier. Als ich danach NBA-Profi werden wollte, Basketballstar werden wollte, und ich dachte, das ist, warum ich hier bin. Und dann hat sich der Weg geöffnet, in dem ich näher gekommen bin. Das war der Schamanismus, Zeremonien, Menschen zu begleiten. Doch auch da ging es teilweise immer noch um mich. Und die Superlativen, das, was über mich gesagt wurde, gesprochen wurde, der größte Schaman des Universums und. Und auch da ging es um mich. Und auch da habe ich gemerkt, oder durfte es erfahren, auch das ist nicht der Grund, warum ich hier bin, sondern ich durfte es letzte Woche erfahren, weil ich dort erfahren durfte, dass es nicht mehr um mich geht, sondern um so viel mehr. Für mich ist jeder, der sagt, er hat alles überwunden, ich bin komplett erleuchtet, es löst in mir viel mehr Misstrauen aus als jemand, der sagt, ja, ich habe meine Schattenseiten, bin kein perfekter Mensch, würde ich 10-mal eher ein Auto von kaufen, sage ich mal. Aber gut, aber wir sehen schon hier diese Attribute. Er sagt, früher wollte ich NBA-Star werden. Naja, gut, aber man kann ja große Ziele haben. aber ich wusste auch gar nicht, dass das so groß ist. Früher wollte ich dies und das machen. Wollte ich der beste Schamane der Welt werden. Also das sind ja immer noch so Gedankensachen, die in ihm rumspuken und die wir auch bei Julian sehr, sehr sehen. Da wird zwar immer gesagt, ich überwinde das jetzt, aber man sieht da eigentlich gar nichts von. Man sieht einfach nur den gleichen Scheiß wie davor, dass außer in immer neuen Gewand, dass immer wieder neues Drama kreiert wird, ja, weiß ich nicht, Zuschauer ist ja auch in Ordnung, Zuschauer irgendwie zu bekommen, Aufmerksamkeit zu generieren und in diesem Dopaminrausch zu bleiben, wie jemand neu schon gesagt hat, das ist meiner Ansicht nach, also natürlich freuen wir uns alle über einen Dopaminrausch, aber es ist nicht unbedingt ein nachhaltiges Modell und man sollte da nicht zu viel reingeben. Genau, gucken wir mal noch ein Stück weiter rein. Und dann sitze ich im Gespräch mit der Person oder wir, und dann geht es darum, ob die Person mit dabei ist. Weil es dann darum geht, ob die Person das bezahlen kann. Aber nicht darum, ob es das Richtige ist, ob die Person dabei ist. Und das möchte ich auflösen. Dafür möchte ich nach Hilfe fragen. Und ich möchte nichts verkaufen, weil ich bin müde davon, etwas zu verkaufen. Ich möchte nach Hilfe fragen, damit ich danach wieder wirken kann, dienen kann
und geben kann. Und nicht mehr darüber nachdenken muss, wie ich das größte Geld mache. Ich werde zwei Dinge tun, falls ihr... Ich möchte zwei Dinge tun. Ich möchte zum einen einen Spendenlink eröffnen, für diejenigen, die unterstützen möchten, damit ich all das, was ich schuldig bin, zurückzahlen kann, um danach in Freiheit zu wirken, von Herzen und nicht aus dem Kopf, weil irgendwas so offen ist. Und ich werde alle meine Sachen, 80-90% meines Besitzes, verkaufen. Ich habe so viele Dinge angehäuft über die Zeit, so viele materielle Dinge, die so irrelevant sind, die so irrelevant sind. Hier meine Louis Vuitton-Tasche, hier die Tasche, hier die Balenciaga-Tasche, hier das, alles irrelevant. Und ich erkenne das erst jetzt richtig. Und ich möchte alles verkaufen, weil es mir gerade nichts mehr gibt, weil ich nichts mehr möchte, als der Familie zurückzugeben, die mich unterstützt hat, weil ich nichts mehr möchte, als Kate. Und das ist mein Traum, eines Tages sagen zu können, hoffentlich früher als später, sagen zu können, Kate, you don't need to do OnlyFans anymore. Ja, also er sagt jetzt halt, dass er ja keine Schulden hat überall, bei seiner Mutter Schulden hat, was weiß ich. Und beschwört jetzt so, die gibt es ja auch, dieses Ambudsgelübde im Buddhismus und was weiß ich. Also erstmal ist diese ganze Idee, dass man ohne Geld, also Geld ist einfach ein Teil unserer Welt, dass man so ohne Geld Sachen regeln könnte. Ich meine, die Kirche nimmt Kirchensteuer. Buddhisten nehmen, denke ich, auch in ordentlichem Ausmaß Spenden. Ja, es müssen einfach Sachen bezahlt werden und es ist einfach so. Also diese Idee, man dürfte mit irgendwelchen spirituellen oder pseudospirituellen Sachen kein Geld verdienen, ist ja Quatsch. Also das darfst du genauso wie andere auch. So, ne? Und also allein schon das zu negieren, dass man das in irgendeiner Weise will, finde ich schon immer ein bisschen schwierig, weil häufig fließt dann doch irgendwie Geld, ich sage immer wieder gern, Eckhart Tolle, ich weiß nicht, was er mit seinem Geld macht, vielleicht findet er alles, aber der ist theoretisch ultrareich irgendwie, ne? Der hat Millionen, zumindest Millionen verdient, ich weiß nicht, was er damit macht und ja, why not, ne? Also wenn du ein erfolgreiches Produkt hast, dann sind eben auch Leute bereit dafür, Geld zu bezahlen, warum man da immer um Spenden bitten muss, weiß ich nicht, ne? Warum können die nicht einfach arbeiten gehen, alle einfach ganz normale Arbeit oder Sachen machen, die eben auch gekauft werden, also die nehmen doch auch so viel Geld für ihre Zeremonien. Ich raff das und nur, wenn es dann keinen Erfolg hat oder so, dann nimmt man Spenden oder was. Also finde ich, vor allem, man kann das ja auch gar nicht kontrollieren, was er damit macht. Ja, dann sagt er ja auch, ja, gleichzeitig verkaufe ich meinen ganzen Besitz. Also ich habe da mal drauf geklickt, ich habe da zwei Sachen gesehen, jetzt auf eBay Kleinanzeigen. Also ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, wissen wir jetzt nicht. Aber was ja schon ein gewisses Geschmäckle ist, wenn man gleichzeitig einen dicken Brilli kauft für seine Kate und ihren Heiratsantrag macht, wie passt das zusammen? Für mich ist das, also für mich ist das, ist nur meine Meinung, ich kann da komplett falsch liegen, komplett Ego, ist wirklich nur Ego, ich will mein Ding machen, jetzt habe ich gerade Misserfolg gehabt, jetzt will ich, ich bade mich in diesem, ach ja, ich bin so heilig, jetzt nehme ich Spenden und will aber trotzdem hier meinen Dopaminrausch haben in so einer Wirbelwind Beziehung und kleide das aber alles, das macht ja Julian auch immer wieder, kleide das, also meine egoistischen Wünsche kleide ich in irgendeinen Rahmen, irgendeinen spirituellen, pseudospirituellen Rahmen und versuche damit durchzukommen. Das allein finde ich auch, er soll alles machen und wer da Lust hat, ihm zu spenden, also wenn er meint, das braucht er jetzt, also er fragt ja auch nur, man kann ja Nein sagen, ne? Also finde ich alles, also bis dahin würde ich auch noch sagen, soll er machen, alles okay. Was jetzt noch mehr für uns interessant ist, ist, dass wir hier, es wirkt so, zumindest ein Täter-Opfer-Retter-Dreieck haben. Ne? Und zwar haben wir hier, das ist wirklich richtig klassisch, wie die arme Kate, die natürlich OnlyFans machen muss sie das? Sie kann auch arbeiten gehen, das ist ihre freie Entscheidung, dass sie das macht irgendwie. Und ja, also wie bei Pretty Woman und dann haben wir einen Täter, also wird jetzt nicht so genannt, aber ist ja auch schon als Täter aufgetreten, der hat ihn ja geschlagen, da haben wir als einen Julian, bösen Julian und jetzt haben wir ihn als Retter, ne? Und wir wissen ja, wie das ausgeht, also das ist wirklich so dieses typische Szenario, wo praktisch alle Männer, die bei mir Rat suchen, reingefallen sind, dass sie irgendeine volatile, also wie volatil sie ist, weiß ich jetzt nicht, aber eine schillernde
Frau irgendwie gedatet haben, ein bisschen weißer Ritter mäßig, und sie meinen, sie muss jetzt auch irgendwas errettet werden und er muss jetzt das Geld ranschaffen, dass sie nicht mehr OnlyFans machen muss. Er wird auch nicht mehr gesagt, dass sie das nicht machen will. Also das ist so Fantasy-Mode und Drama-Dreieck und Weißer Ritter-mäßig, wie man sich das nur vorstellen kann. Und wir alle, ich meine, ich weiß es nicht, wie es weitergeht, aber ich werde gleich mal eine Prognose abgeben. Wir alle wissen, wie diese Sachen in der Regel enden, mit viel Tränen und einem Mann, der so richtig unter die Räder gekommen ist und eine Frau, die einfach, weiß nicht, was da bei ihrem Kopf vorgeht, aber das ist auch so ein typischer Wechsel vom Bad Guy, ich denke, Julian ist wirklich ein klassischer Bad Guy, kann man glaube ich so sagen. Macht ihn ja auch irgendwie interessant. Und hat jetzt nicht funktioniert zum Good Guy, der sagt: Ja, ich sorge mich jetzt aber um dein Kind. Ich meine, dass er seine eigene, ich weiß nicht, ob er jetzt selber ein Kind hat, vielleicht weiß das jemand, keine Ahnung, seine eigene Partnerin verlassen hat, okay, geschenkt. Aber ich sorge mich jetzt um dich, ich bin jetzt besser als Julian und ich kümmere mich um dein Kind. Aber was passiert dann in aller Regel? Die Frau langweilt sich zu Tode. And he's boring. So boring. I'm looking at it, I'm just like. Jetzt sind sie noch in dieser Verliebtheitsphase. Und auch, ich meine, das habe ich aber früher auch gedacht, ich muss da auch ein bisschen älter für werden, dass er denkt, das, was da jetzt ist, also jetzt sind wir alle verknallt und ich bin jetzt voll im Dopaminrausch und jetzt mache ich einen Heiratsantrag und jetzt heirate ich ihn, jetzt leben wir, jetzt reiten wir auf unseren buddhistischen Pferden in Sonnenuntergang. Ja, das ist menschlich, dass man das glaubt und man darf das auch genießen, man darf das auch suchen. Aber wie wir leider wissen hier auf diesem Kanal, wie ich auch schmerzlich erfahren habe in meinem Leben, das ist nicht nachhaltig und das hat in aller Regel hat es keine Zukunft. So, es ist einfach so, ne? Ich habe die Regeln nicht gemacht hier. Und wie gesagt, vielleicht kriegen die es hin, aber so kann das nicht weitergehen. So kann eine Beziehung nicht weitergehen, wenn sie irgendwann muss, das gilt aber ein Stück weit auch für jede Beziehung, muss man diesen Turn kriegen von der ersten Verliebtheitsphase in eine beständige Beziehung. Und das klappt halt häufig nicht, weil eigentlich, also auf mich wirken die alle drei super dramasüchtig. Weiß nicht, war ich auch ganz lange oder bin ich vielleicht auch versteckt immer noch ein bisschen, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht schlimm, aber das führt halt dazu, dass man keinen Überblick hat, vielleicht falsche Entscheidungen trifft und Ego hängen bleibt. Und was wir hier auch sehen, ist so ein Pluspol-Ego, was er hier hat. Also ich kenne das auch super gut, da sage ich ganz ehrlich, dass man denkt, ich bin jetzt so eine geile Sau, also ich mache das jetzt besser und mit mir wird die Kate aber zusammenbleiben und wegen mir hört sie dann auch irgendwann mit OnlyFans auf. Und das ist, also das. Das ist einfach, ich meine, dass er auch denkt, dass so eine Spendenkampagne ihm da jetzt hilft, da müsste schon Brot für die Welt kommen irgendwie. Also das, ich meine, da werden so hohe Umsätze gemacht mit OnlyFans, das ist für mich ja auch völlig, ich komme da gar nicht drauf klar, aber dann, wie gesagt, da müsste schon, also nicht, da müsste man schon die Kollekte in der ganzen Kirchengemeinde nehmen irgendwie, dass man das so ausgleichen könnte, glaube ich. Also das ist, ich meine, das ist nochmal als kleines Seitenthema. Ey, wie können, ich meine, sagen wir mal, wie es ist, man verkauft irgendwo seine Sexualität. Also ich meine, es ist nicht verboten. Dass Frauen das machen, ich meine, irgendwie holst da andere Energien in dein System rein. Das ist vielleicht nicht ganz so wie bei, wenn du das direkt machst, irgendwie. Also, aber trotz ich, aber was ich überhaupt nicht, dass das so viele Männer so viel Geld für bezahlen, ich kriege das, also hat das jemand von euch mal verstanden, dann schreibt es mal nicht, also ich kann das nicht begreifen, ich kann es wirklich, ich meine, es gibt auch so viel kostenloses PONO-Material, warum muss man dann, ich raff das nicht, ich raff es nicht irgendwie, also das ist mir völlig schleierhaft, aber gut. Also das sind so Fantasien, die da so rumschwirren, die weiß ich nicht. Also ich würde mal Folgendes behaupten, das ist ja heute 1. Januar, ich würde mal behaupten, am 1. Januar 2025 mache ich jetzt mal einen kleinen Tipp. Ich würde mal sagen, sind auf gar keinen Fall verheiratet und auf gar keinen Fall hat sie mit OnlyFans aufgehört. Und ich würde auch mal behaupten, die sind nicht mehr zusammen in einem Jahr. Wenn ich mich irren sollte, werde ich mich jetzt hier committen, das in einem Jahr zu sagen irgendwie. Also nicht mehr zusammen heißt nicht mehr in so einer
Art von Beziehung, wie sie jetzt sind. Vielleicht haben sie noch irgendeinen, die lieben ja alle da dieses Open und Freundschaft Plus. Also das kann ich mir vielleicht auch noch vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass die noch in so einer Konstellation sind, wie sie jetzt da ist, ne? Aber vielleicht irre ich mich. Gebe ich es gerne zu. Ist ja auch einfach ein Unterhaltungsvideo hier, mein Gott, ne? Aber das muss ich schon sagen, die Eier zu haben, zu sagen, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu arbeiten, das interpretiere ich jetzt rein, ne? Könnt ihr bitte für die Schulden bei meiner Mutter aufkommen? Könnt ihr da bitte dafür aufkommen, dass Kate nicht mehr OnlyFans machen muss, um gleichzeitig ihren Brilli zu schenken? Das ist wirklich, also ich weiß gar nicht, was für Drogen die da nehmen, alle, ey, dass man auf solche Ideen kommt. Das ist wirklich, für mich ist das eigentlich der geilste Trash gerade überhaupt. Und nochmal, ich will den alle nichts. Also ich habe schon so viel Mist gemacht in meinem Leben. Und es ist ja nur menschlich. Das Problem entsteht immer dann, wenn man denkt, man macht so den geilsten Scheiß, den noch nie jemand gemacht hat. Wenn man das, dann ist man einfach so knietief im Ego. Auch das ist nicht schlimm, aber das führt halt leider häufig zu Konsequenzen und ist nicht unbedingt irgendwas, meiner Meinung nach, was man abgucken sollte. Also diese Sachen, die so langfristig funktionieren, die haben leider immer eine ganz andere Signatur. Die sind irgendwie tendenziell langweiliger. Da geht es viel um, wie Klavierspielen lernen. Da muss man für üben, da muss man lange dran arbeiten und da reicht's. Aber gut, vielleicht habe ich auch noch nicht genug gesehen auf der Welt, ich weiß nicht. Aber so nach meiner Erfahrung reicht es da nicht, irgendwie ein krasses Erlebnis zu haben. Ob das jetzt mit Drogen ist, ohne ist, da reicht auch nicht irgendein krasses psychologisches Erlebnis zu haben. Also jetzt habe ich hier irgendwie eine krasse psychologische Arbeit gemacht und oh, jetzt hatte ich irgendwie so einen Breakthrough und jetzt ändert sich mein ganzes Leben. So funktioniert das nicht. Also wenn man irgendwas verändern will, das ist meine Erfahrung, ist das so ein ganz oft mühsamer Prozess, der sich täglich in vielen täglichen kleinen Schritten äußern. Und vielleicht kann da mal so ein großer Bäm irgendwie einem so einen Anschub geben, aber ich glaube, da sind die meisten Psychologen der Ansicht, wirkliche Veränderungsarbeit ist wirklich was sehr Kleinschrittiges, was von Tag zu Tag stattfindet und nicht in so großen Bangs, ne? Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wollte auch nochmal sagen, es ist ja so ein bisschen Unruhe gerade auf dem Kanal, weil ich Cutter ausprobiere, das vielleicht nochmal kurz hinten dran. Also sicherlich wird jetzt nicht der ganze Look und Feel von meinem Kanal verändert. Sicherlich wird jetzt nicht, wenn überhaupt, nur ein Bruchteil der Videos gecuttet werden, neu mit dem neuen. Vielleicht mache ich das auch selber. Bin ich mir auch, vielleicht nehme ich auch gar keinen Cutter. Und eins wollte ich nur mal sagen, das war schon damals bei dem Zebrabild so, für die schon ganz lange dabei sind, was dann irgendwann weg war, ist es für einen Kanal einfach nicht möglich, dass immer alles beim Alten bleibt. Also man kann schon 70, 80%, das wird auch so bleiben, kann man immer genauso weitermachen. Aber Stillstand ist da auch irgendwo Rückschritt und ich habe mir auch vorgenommen, sag ich mal, Zielgruppe unterhalb von 30 auch mal mehr anzusprechen und da muss es auch zumindest einzelne, sage ich mal, Videos geben, die so deren Sehgewohnheiten entsprechen. Und ich versuche aber trotzdem einen guten Kompromiss zu finden und bedanke mich auch schon mal für das Feedback. Könnt ihr mir auch gern weitergeben, was ihr mir so ehrlich da gebt. Und ja, schauen wir mal. Zum neuen Jahr werde ich auch noch mal ein Video machen. Schauen wir mal, was so passiert, ne? Und in diesem Jahr, ich glaube, für viele war es, glaube ich, können wir ja auch sagen, irgendwie ein eher schwieriges Jahr irgendwie. Also würden wir ja, glaube ich, auch sagen. Und schauen wir mal, 2024 sind wir auf jeden Fall, machen wir ja auch den gleichen Scheiß hier. Versuchen natürlich uns ein hervorragendes, geiles 2024 zu manifestieren. Mach auch gerne mit in der Manifestation-Challenge. Und habe, glaube ich, genug gesagt. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.